Warum zwingt dir die Reisende deinen Weg zur Bezahl? Wie sollte ich heute jemanden beleidigen? Ich will mehr über die Bruderschaft erfahren. Das kennen wir alle schon. Zudem bestattet schnüffelt laut eine Art Lachen, schnappt mit den Zähnen und zammert. Der Gedanke amüsiert sie immens. Tiermänner werfen nicht. Sie schnaufen, wuspert, Wellbeauty mit dunkelroten leuchtenden Augen. Könnt nicht Brutmütter sein? Wie kann Tiermann also älteste Brutmutter sein? Baby starrt hörte dem Schatten verwirrt an. Das ist nur eine Redewendung. Ich weiß gewiss nicht aus erster Hand, ob eure Schwanzhaare stinken. Und ich will es auch nicht wissen. Ich sag nur, dass wir keine Heiligen sind. Wer uns bezahlt, für den kämpfen wir. Was heißt es, eine Erstachse zu sein? Wie würdest du die Bruderschaft führen? Stimmt, wie sich ein Kleinkind zu verhalten, wenn man seinen Willen nicht bekommt. Was glaubst du, was mit Rettemann geschehen ist? Ist also für Tierfrau und Mensch gleich, wie Kreislauf von Sonne zu Dunkelheit. Wir klatschen vom Meer, endloses Rauschen, besser und härter ersetzt, immer alt, schwach, krank und wahnsinnig. Du sagst also, wenn man mit den Methoden eines Anführers nicht einverstanden ist, soll man ihn einfach töten. Und das geht für jede hier? Sollen wir denn alle Tiermenschen werden? Wenn Prima getötet werden kann, ist Prima nicht stark genug, um Stamm zu führen. Ist nicht schlecht, solltet ihr doch schnell fressen, Leber von toter Prima, solange noch stark mit verbleibender Macht. Redemann versagt ja nicht nur als unser Anführer, er verliert den Verstand, man muss ihn aufhalten. Hier steht nicht nur unser Stolz auf dem Spiel, es geht auch um unschuldige Leben. Ich will dich noch etwas anderes fragen. Weggehen. Mit Verlauf, Schicksalsbinder, und sei vorsichtig. Klar, ich will eigentlich nur Retimon. Retomon, nicht Retimon. Mir wäre es am liebsten, wenn ich tötet im Schatten hinter ihm herjagen kann. Was kann dieser bescheidene Diener der Botschaft für dich tun, Schicksalsbitter? Und bitte mich nicht, dich passieren zu lassen, denn das wird nicht geschehen. Meine Position bedeutet also nichts. Ich werde den Weg zwar bezahlen. Ja. Bist du immer noch hier, Schicksalsbitter? Nein, ich bin erst gerade wieder angekommen. Ich hatte gehofft, du wärst schon weitergezogen. Jetzt sag mir, was du willst oder geh. Ja, du sagtest, ihr tut es nicht um des Geldes willen. Ich bin in deinem Land nicht willkommen. Erzähl mir etwas über die Borste Bruderschaft. Erzähl mir etwas über Welby. Ja. Was ist an diesen Leichen so wichtig? Ich komme so nicht über die verdammte Schlucht. Oh ja. Habe ich ganz vergessen. Wie sieht es bei dir mit Wissen aus? 26. Und mit Zaubern? Könntest du 4 Stück lernen? Oh, ihr beide habt übrigens auch noch leere Plätze. Und du auch. Kann ich dir wenigstens den Selbstbuff geben? Für 35. Reichweite bringt nicht viel. 30. Abklickzeit erhöhen. Nö. Nehmen wir einfach die Abklickzeit und weisen ihn dir zu. Was hätte ich denn sonst noch so? Lila. Frost. Illusion, Leben. Was könnte ich denn noch so mit Frost? Das ist der Kegel, das ist konzentriert, beschützend. Sigil der zielgerichteten Gewalt, Pfad des Frostes.
erforderliches Wissen. 70. Okay. Gegner in einer Linie. Beeinträchtig eingefroren. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Kann ich noch die Intensität stärken? Ja. Gut. Was könnte ich ihr noch beibringen? Was könnte ich Beric noch beibringen? Da ich Beric ja ein bisschen auf Stein trimme. Komm, entfernen wir das Präzisionssigil. Achso, ich kann das nur abändern. Stein. Fernkampf. Mehr Macht. Und obwohl, Reichweite brauchen wir eigentlich nicht so sehr. Ich könnte die Abklingzeit verringern. Könnte Beric es öfter sprechen. Das bringt nicht viel. Was macht denn das? Gegner unterbrechen. Und die beiden kann ich erst recht nicht für Beric. Nö, dann weise ich ihm den einfach so zu. Gut, was könnte ich Töte dem Schatten noch geben? Dafür hat sie nicht genug. Dafür hat sie auch nicht genug. Er muss sie erstmal mit dem der Berührung des Titanen vorlieb nehmen. Weil Heilzauber sind auch viel zu mächtig. Wissen 20. Oh, ich könnte ja den da wenigstens noch beibringen. Also, ja. So, so. Ist das der hier? Was gibt es eigentlich noch? Kegel ist zu groß für sie. Das heißt, so. Und dann noch Präzision drauf, bringt nichts. Und Reichweite bringt auch nichts. Also kriegt sie den noch so. Gut. Zauber hat jeder. Dann werde ich sie auch mal aktivieren. Willst du weglaufen? Ja, ich wusste, dass ich dir nicht trauen kann. Kyrstrum zeigt immer ihr wahres Gesicht, wenn man sie unter Druck setzt. Wachen, wir haben eine Schlange in unserer Mitte zu den Waffen. Mhm. Your days end here. Gut. Die kann gleich mal ihr brechendes Eisen wirken. Beric das. Ich mehr Schaden und Laundry Schutz. Okay, das macht schon mal gut Schaden. Nur dass Laundry gerade was ordentlich abbekommt. Und wir halt sie mal. I'll take care of it. Gut, Stampede. Achso, das ist die Gruppenfähigkeit. Die kommt mal nach da hinten.
Kann einmal pro Begegnung. Tötet im Schatten und der Schicksalsbitter sprinten beide sofort auf ein Ziel zu greifen an. Der Angriff des Schicksalsbitters betäubt das Ziel und alle Feinde in der Nähe. Wer tötet im Schatten, starkes Bluten verursacht. Okay. Schwächen wir mal Will. Und jagen den Plünderer einen Stein rein. Also Beric, die Rüstung abzugraden, hat definitiv was gebracht. Warum ist Beric jetzt verängstigt? Ergänzung hinzugefügt, Eisenklingen. Ja, ich habe die bronzene Bruderschaft getötet. Eigentlich würde ich jetzt gerne diesen Bastard verfolgen, der mir die Suppe eingebrockt hat. Weil ich möchte ungern gegen die da oben noch kämpfen. Ist sie eigentlich noch da oder ist sie auch mit abgehauen? Plünderer, Plünderer, Schläger und Schläger, okay. Allies to the body count. Pay attention, kids. You might learn something. Let's be off. Also ich muss ja echt zugeben, tötet im Schatten macht viel Schaden. So. It'll take more than two. Und weg. Ah, todbringender Spuck erfordert Schleichen. Das war jetzt wirklich böse krass. Die hat ihn jetzt fast gerade alleine tot gemacht. Ha. Okay, ich muss zugeben. Nebenbei, wie viel Zorn habe ich jetzt durch die bei der Bronze Bruderschaft gemacht? Hat Beric noch was zu sagen? Nein. Weil das wollte ich eigentlich auch noch überprüfen. Wie steht mein Ruf jetzt zur Bronze Bruderschaft? Zornig, hä? Es geht gerade noch so. Ich hätte nämlich gern etwas mehr Gunst bei denen. Aber vielleicht finde ich ja irgendwann das Hauptlager und kann auch mal diesen Spast herausfordern. Dafür sorgen, dass jemand Neues in der Bronzenen Bruderschaft an die Macht kommt. Das ging jetzt dieses Mal aber wirklich leichter als erwartet. Ich meine, als ich das erste Mal hier war, haben die mich in Grund und Boden gestampft. So, also auf zur Lethians Kreuzung.
Naja, wenn man so ein Spiel blind und ohne Lösung, Komplettlösung und so spielt, mit dem perfekt vorgegebenen Pfad, dann ist es halt so. Ich meine, die Quest in der Trapperkreuzung habe ich vermurkst, weil ich da einfach nicht mehr hingegangen bin. Oh, geil, ey. Also allein schon, wenn ich hier unten die Minimaps sehe und wenn ich ein bisschen drüber zoome. Obsidian kann vielleicht nicht gute 3D-Grafikspiele machen, weiß ich jetzt nicht. Ich kenne bis auf Knights of the Old Republic 2 keine, aber solche isometrischen Spiele himmlisch. Das sieht einfach richtig geil aus.